Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen wieder bei Zapunzel. Ich werde heute wieder einen Blick hinter die Kulissen für den Herrn Seelenpartner werfen. Natürlich wird es eine allgemeine Legung werden. Ich kann halt nur fürs Kollektiv schauen. Wenn du das für dich persönlich in Anspruch nehmen willst, dann kontaktiere mich gerne über WhatsApp. Man findet alle Infos, ne, im Kanal Info. Also zumindest meine WhatsApp-Nummer und so weiter. Wenn du dich jetzt hier überhaupt nicht angesprochen fühlst, weil dein Herr Seelenpartner vielleicht gerade in einer anderen Phase steckt, dann schau dir das Video einfach nicht an, dann ist das nichts, was du brauchst. Und für alle anderen freue ich mich, wenn ich so den ein oder anderen Impuls hier übermitteln kann, vermitteln kann, transportieren kann. Geht schon wieder los. Okay, Spirit. Liebe geistige Welt, ich bitte um eine Überschrift für den Herrn Seelenpartner. Was ist momentan gerade bei ihm los? Was beschreibt ihn? Eine Karte, bitte. Als Beschreibung des Prozesses, in dem er gerade steckt. Danke sehr. Der Mond. Wir haben bald Vollmond. Okay, und heute ist Portaltag. Ich merke es leider, es ist nicht immer so. Der Mond, die Klarheit. Der Zyklus. Nummer 37. Wo ist mein Buch? Nummer 37. Ich sollte mir das nicht immer so weit wegpacken. Dann würde es auch was schneller gehen. Der Mond. Der will daran erinnern, dass man sich ins Gleichgewicht bringen soll. Der Mond lädt irgendwo dazu ein, eine Balance zu finden zwischen Leistung und Erfolg, sich hin und wieder auch mal von der Welt zurückzuziehen, um eben genau diese Balance finden zu können. Ja, ne? Ich lese es jetzt einfach vor, dann muss ich mir hier nicht so das Gehirn verrenken. Der Mond verbringt genauso viel Zeit im Dunkeln wie im Licht der Sonne. Und an dieses Gleichgewicht will er dich jetzt erinnern. Konzentrierst du dich vielleicht zu sehr auf deine Leistungen, äußere Erfolge oder das gesellschaftliche Leben? Oder versteckst du dich bereits zu lange vor der Außenwelt, vermeidest den Kontakt mit anderen Menschen und zeigst dich nicht? Meditiere auf die Bedeutung der Zyklen des Mondes und lass dich von ihm sanft aus der Bodenlosigkeit deiner Situation herausführen. Okay. Kehre in die Welt der menschlichen Verbundenheit und Kommunikation zurück. Lass dir vom Mond aber auch helfen, Zeit für dich zu finden, Zeit für Gefühle sowie deine grundlegenden Bedürfnisse als Mensch und spirituelles Wesen. Ja, vielleicht ist der Herr Seelenpartner ein Mensch, der sich ganz schön abgekapselt hat von allem. Wir haben ja schon mehr als einmal gesehen, dass er in seiner Kindheit, in seinem Leben überhaupt, viele Verletzungen erfahren hat. Und vielleicht war das bisher immer so ein Grund, weshalb er ja, alles mit sich selbst ausgemacht hat, sich vor der Welt versteckt hat. Und hier und da natürlich auch vor dir. Aber gerade ist er eingeladen, da mal so ein bisschen Balance in sein Leben zu bringen. Mal abzuwägen, wer es wert ist und wer nicht, was es wert ist und was nicht. Wir schauen jetzt einfach mal, Spirit. Was ist los bei meinem Seelenpartner? Was beschreibt ihn heute? Was denkt er in Bezug auf die Frau Seelenpartnerin? Was geht ihm da durch den Kopf? Er hat sich auf die Reise gemacht.
Er setzt sich in Bewegung. Er hat festgestellt, dass du jemand bist, der ihm beständig zur Seite steht. Ich meine jetzt wirklich beständig. Beständig heißt nicht himmelhoch jauchzend, solange es gut läuft und sobald da irgendwo ein kleiner Wackler im System ist, weil er nicht so reagiert, wie es dir gefallen würde. Ja, dass du dann anfängst zu zweifeln. Ich glaube, diese Gruppe ist hiermit nicht angesprochen. Es sei denn, ja, sie haben sich auf den Weg gemacht. Ja, also diese Beständigkeit verhilft ihm tatsächlich, sich weiterzuentwickeln, auch auf spiritueller Ebene. Ja, und das beschäftigt ihn gerade im Kopf. Darüber denkt er nach. Was sagt denn sein Herzchen? Spirit. Was fühlt er in Bezug auf die Seelenpartnerschaft? Ja, die wollten jetzt raus. Ja, und wieder empfindet er dich als Geschenk in seinem Leben. Aber in der momentanen Situation fühlt er sich halt irgendwo nicht vollständig. Es macht ihm tatsächlich hier und da so einen kleinen traurigen Gedanken, dass er dich nicht um sich haben kann. Er denkt auch darüber nach, dass diese Einsamkeit, dieses Eremitenleben, das er vielleicht sogar geführt hat, ihn im Grunde ja, ihn im Grunde wirklich nicht erfüllt hat, sondern eher, ja, ich will jetzt nicht sagen, depressiv hat werden lassen, aber doch, dass das zu einer tiefen Traurigkeit in ihm geführt hat. Aber er ist gerade dabei, Hoffnung zu schöpfen, dass alles besser werden kann. Ja, das ist schön. Hoffnung stirbt zuletzt. Wo will er hin? Wo will er hin mit dir? Er will in die Fülle. Er will dein Geliebter sein. Und er will all dieses Schwere, Kranke, was ihm wirklich nicht gut getan hat, das darf sein Leben verlassen. Ja, er wünscht sich halt den inneren Reichtum und das gemeinsam mit dir. Hier ist schon wieder die Ehestandskarte unterm Deck. Jo, dann lassen wir mal wieder basteln. Was beschreibt den Seelenpartner heute? Ja, Balance, ne? Das ist schönes Wort. Aber es ist halt Arbeit, bis man wirklich in Balance ist. So, er hat die Karte bekommen, du bist nie allein. Hab Vertrauen in deine Verbindung mit deinen Geistführern. Und der einen wahren Liebe. Ja, Vertrauen haben ist immer gut. Ich predige es fast jeden Tag. Ich kann es schon fast nicht mehr hören. Vertrauen haben ist immer gut, aber dazu braucht es erstmal Vertrauen in die eigene Person. Egal was ist. Denn nur dann kannst du auch anderen vertrauen. Funktioniert halt sonst nicht, sonst wird das nichts. Ein Impuls bitte, was beschreibt den Herrn Seelenpartner? Akzeptiere Schwierigkeiten als Lektion. Ich glaube, die war gestern schon gefallen, dann hätte ich jetzt gerne noch eine. Ja, als Lektion heißt, ne, Schwierigkeiten, da kann man richtig oder falsch reagieren. Wenn man aber falsch reagiert, dann muss man nicht anfangen, sich selbst zu bemitleiden, sondern dann richtet man mal kurz das Krönchen, ja, und lernt draus und macht es dann beim nächsten Mal bitte einfach besser.
sei von Nutzen. Jeder ist von Nutzen. Jeder ist von Nutzen. Ich glaube, dass diese Karte hier gefallen ist, weil er sich halt eben von diesem ganzen schweren Ballast anfängt zu befreien. Vielleicht hat er lange Zeit das Gefühl gehabt, er sei nutzlos. Ich nehme das so wahr, dass er da jetzt in einem Prozess ist, das ein wenig anders zu sehen, dass er eben doch ein wertvoller Mensch ist. Was beschreibt den Seelenpartner-Spirit? Was beschreibt ihn momentan? Der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Was denn dann wohl der fast vergessene Wunsch ist? Der fast vergessene Wunsch ist, sich aufzumachen, wieder an die Liebe zu glauben, daran zu glauben, dass es einen Menschen gibt, dem man bedingungslos vertrauen kann, dem man bedingungslos lieben kann. Das ist sein fast vergessener Wunsch, weil ne, er hat halt immer gedacht, er ist es nicht wert. Und jetzt kommt Spirit um die Ecke und du vielleicht auch mit deiner Beständigkeit, ohne ihn zu ersticken. Und er ja, fängt an zu glauben an sich, an dich, an die Liebe, an das Leben. Wir schauen mal, wo will er denn hin mit dir? Die Karten sind neu, der Zug des Lebenszug heißen die. Die habe ich per Zufall irgendwo gefunden. Kann euch nicht sagen, von wem die sind. Aber die haben mir gefallen. So, in welche Richtung möchte er innerhalb der Seelenpartnerschaft? Das sind zu viele, glaube ich. Das sind zu viele, ich hätte gern nur eine. Wo will er hin? Mit dir. Die hat sich umgedreht. Du kommst schneller an dein Ziel als erwartet. Also heute nicht das Segelschiff, heute mal der D-Zug. Das ist ja nicht schlecht. Was sagt er dir von Herz zu Herz? Vielleicht sind noch so kleine Holpersteinchen, wo es noch ein bisschen hakt bei ihm. Ja, sieht der Bex genauso. aber Spirit sagt, er kommt schneller an sein Ziel als erwartet und somit ja, kann es sein, dass er mit interessanten Botschaften auf dich zukommt. Was sagt er dir von Herz zu Herz? Manifestation, ne? Deine Träume werden in Erfüllung gehen, da haben wir es gleich doppelt. Es wird in die Wunscherfüllung gehen innerhalb eurer Partnerschaft und das kann schneller passieren, ja, als du dir das vielleicht zu träumen wagst. Das war der Blick hinter die Kulissen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Portaltag oder nicht, ich meine, heute wäre einer, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich werde jetzt aber auch gleich nochmal kurz einen Seelenspiegel auslegen, einfach mal zu gucken, wo steht denn mein Kollektiv, weil da ist schon eine gewaltige Schere, was ich so in den privaten Readings mitbekomme. Es gibt noch einige, die noch sehr im Ego hängen, die sich selbst wichtiger nehmen als alles andere in der Welt, die ihre Verletzungen lieben und sich darin suhlen. Und dann gibt es halt eben auch den Teil, der wirklich lernen möchte und lernt. Ja, und deshalb gucke ich jetzt einfach nochmal, wie sieht es aus im Kollektiv. Und wer mag, schaut es sich an. Und wer nicht, der lässt es bleiben. Bis dann.